Bei mir ist Florian König, Partner bei der PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH. Herr König, ich freue mich, dass wir hier am Rande des Fondskongresses in Mannheim einen Blick in Ihr Portfolio, das heißt das Portfolio des Fonds, werfen können. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wo gute Performancebeiträge erzielt wurden, mit welchen Aktien Sie richtig lagen, vielleicht auch, wo Sie nicht so gut lagen. Und dann hätten wir natürlich gerne auch einen heißen Tipp, sage ich mal, einen Ausblick auf 2020, welche Performance von Einzelaktien wir da erwarten können, die Sie für attraktiv halten. Ja, fangen wir an mit dem Rückblick. 2019 war ein gutes Jahr. Gab es Aktien, die besonders positiv zur guten Performance des Fonds beigetragen haben? Absolut. Unsere besten Performer war Ryman Healthcare. Das ist ein Seniorenhausbetreiber in Australien und Neuseeland. Die haben ein ganz cleveres Geschäftsmodell. Zum einen profitieren sie vom demografischen Wandel. Der ist da enorm. Also innerhalb der nächsten 20 Jahre soll sich die ältere Bevölkerung da mit plus über 100% verdoppeln. Und Wyman hat eine Unternehmenskultur und die sagen, die Pflege muss mindestens genauso gut sein wie für Mutti. Und das setzt sich so im Prinzip im ganzen Unternehmen fest. Sie haben zusätzlich auch branchenweit die beste Gehaltsstruktur. Also nicht wie in Deutschland, dass das Pflegepersonal klagen muss und das zu Recht. Nein, hier wird im Prinzip den Aufgaben nachgegangen, man bekommt ordentlich Vergütung dafür und schlussendlich profitieren wir als Aktionär halt auch davon. Und im letzten Jahr waren das ein Plus von 64%. Und das kann eindeutig auch noch weitergehen, weil sie weiterhin eine sehr hohe Auslastung haben und sie haben eine Innenfinanzierung. Sie brauchen kaum Fremdkapital, weil sie so Wohnrechte verkaufen bis zum Lebensende der Bewohner. Und so bekommen sie auf einmal erstmal viel Cash rein und können mit diesem Cash weitere Dörfer aufbauen. Also wir gehen davon aus, dass sie fundamental 15% jedes Jahr wachsen können, mindestens. Ordentlich. Ein anderer guter Titel aus dem Jahr 2019? Er kommt aus Skandinavien. Es ist EdTech, ist ein Unternehmen, was Technologiehandel betreibt. Also Automatisierung, Industrie 4.0. Das sind Stichworte. Und EdTech schafft im Prinzip die Vorrichtung in dem Bereich. Das heißt also, sie verkaufen Zylinder, sie verkaufen Einrichtungen, sie verkaufen auch Batterien und Akkus. Und das machen sie sehr geschickt. Und hier konnten sie auch fundamental sehr gut wachsen im Jahr 2019. Um nur Zahlen zu nennen, organisch 17% und mit anorganischem Teil über 25%. Und das ist sehr nett, weil wir das Unternehmen halt auch zu einer sehr attraktiven Bewertung kaufen konnten. Und wenn das Unternehmen läuft und sie auch weitere Unternehmen akquirieren können, dann ist es natürlich auch so, dass für uns Aktionäre Liquidität überbleibt und die geben sie uns gerne zurück. Und hier gab es auch eine Dividendenerhöhung von knapp 25%. Und das spiegelt natürlich auch zur Performance wider. Und hier konnten wir 88% im Jahr 2019 verdienen, nur mit dieser Position. Und Sie können sich vorstellen, auch in Deutschland gibt es ja einen Mittelstand, der Nachwuchsprobleme hat, der Nachwuchs sucht. Und EdTech ist von der Unternehmenskultur so gut geführt, dass sie im Prinzip einer der beliebten Käufer sind. Das heißt, wenn man sein kleines Technologieunternehmen verkaufen möchte, wo man keinen passenden Nachfolger hat, dann spricht man EdTech ein und dann ist man auch im ersten Kontakt, bekommt einen besseren Preis. Es wird aber mehr oder weniger garantiert, dass das Unternehmen weiter fortgeführt wird und sie entsprechend auch eine größere Verhandlungsmacht bekommen gegenüber den Lieferanten und auch das Wissen, was in dieser Unternehmensgruppe drin ist, nutzen können für sich. Also hier ist auch weiteres Potenzial für die Zukunft zu erwarten. Wenn man ehrlich ist als Analyst oder Portfolio-Manager, dann gibt es natürlich auch immer so ein paar Titel, wo man mehr erwartet hat, wo man vielleicht zu früh zugeschlagen hat. Haben Sie da auch ein Beispiel für uns? Natürlich, also wir haben da auch ein Roboterunternehmen, iRobot, verkauft Saugroboter und Wischroboter gegenwärtig. Das ist Stand jetzt. Aber die Vision ist
länger ausgelegt. Wir wollen das Unternehmen auch länger begleiten. Und hier ist es so, dass sie in 5 Jahren einen Haushaltsroboter bringen können, der auch bezahlbar ist. Also wir reden hier von einem Roboter, der in die Küche geht, am Kühlschrank ein Getränk holt und uns das dann bringt. Das sind auch alles Komponenten, die den Alltag erleichtern, die unseren Alltag komfortabler gestalten. Und hier ist es auch so, dass jetzt mit den gut angenommenen Saugrobotern halt jetzt auch gerade die ältere Bevölkerung die Möglichkeit hat, sich mit diesen Aufgaben gar nicht mehr so richtig beschäftigen zu müssen. Das sorgt erstmal dafür, dass die Treiber stimmen. Die Vernetzung ist auch gegeben, also die Geräte sprechen noch miteinander und stimmen sich ab. Wenn jetzt zum Beispiel eine Cola verschüppt wurde, dann erfährt das im Prinzip der Staubsauger, indem er drüber fährt und schickt eine Information an den Wischer und der Wischer kümmert sich um dieses Problem. Das ist also, hier sind noch viele Spielräume und ja, sie waren im Jahr 2019 getroffen von den Strafzöllen. Sie produzieren in China, verkaufen es hauptsächlich in Europa und in Amerika. Und diese Strafzölle wollten sie erstmal weitergeben an den Kunden. Das ist eine gute Idee, wenn aber auch die Konkurrenten mitspielen. Das war nicht der Fall und so musste man zurückrudern. Und da war es so, dass man jetzt sich andere Gedanken gemacht hat. Man hat zum Beispiel jetzt ein Werk in Betrieb genommen in Malaysia. Das ist dann nicht von diesen Strafzöllen betroffen und kann so halt auch über dieses Werk weiter wachsen in den westlichen Ländern. Also insgesamt erwarten wir von der Position schon noch eine ganz vernünftige Rendite. Sie wachsen zweistellig, auch im etwas schlechteren Jahr 19 wollen sie 10% wachsen. Und wenn dann diese neue Vernetzung kommt, der neue Roboter, ganz aktuell ist dann nämlich auch ein Rasenmäherroboter, der in dem Bereich kommt und der jetzt langsam anläuft, das sorgt für weiteres Wachstum. Und ja, es ist so, dass das im Prinzip ein Zukunftsthema ist und wir von dem Zukunftsthema profitieren wollen mit iRobot. Mhm. Haben Sie noch ein Beispiel, vielleicht eine Position, die schon zu den größeren Positionen gehört oder die Sie sich momentan ansehen, denen Sie, viel Potenzial noch zutrauen? Also wir haben vor kurzem, also vor nicht allzu langer Zeit, ein Unternehmen aufgenommen, was die Dividende gekürzt hat. Erstmal ein Warnsignal. Das hat den Kurs natürlich nach unten geschickt und wir als Value-Investoren, wir warten ja auf so Situationen, wo bei manchen die roten Antennen angehen, aber wir feststellen, wenn wir tiefer reinblicken, ist das überhaupt der Fall oder bekomme ich da ein unterbewertetes Unternehmen? Und das war zum Beispiel Vodafone, ist ja jedem bekannt, hier in Deutschland mittlerweile sehr dominant, fast auf einer Stufe mit der Telekom, weil sie halt auch Übernahmen getätigt haben, wie zum Beispiel Kabel Deutschland oder Unity Media. Und hier ist es so, dass das Unternehmen halt langfristig Verträge hat. Man wechselt seinen Mobilfunkanbieter nicht regelmäßig und so halt auch ein stabiler Cashflow jeden Monat ins Haus kommt. Diesen Cashflow nutzen sie aus unserer Sicht schon vernünftig, um die Schulden abzutragen und um die weiteren Mittel an uns Aktionäre auszuschütten. Und jetzt ist so eine gewisse Umstrukturierung im Gange. Und da versprechen wir uns eine Art Katalysator, der den Wert des Unternehmens wirklich hebt. Weil, das weiß kaum jemand, aber Vodafone hat das größte Portfolio an Funktürmen, um im Prinzip für diese Vernetzung zu sorgen. Und dieses Portfolio ist aktuell noch im Konzern integriert, aber sie denken darüber nach, es an die Börse zu bringen bzw. zu verkaufen. Und Sie können sich vorstellen, wenn einmal so eine Antenne angebracht ist, dann wechselt man da nicht ständig, sondern es gibt auch wieder sehr stabile Cashflows. Und gerade Versicherungsunternehmen oder andere Unternehmen, die einigermaßen Renditen suchen und das sehr stabil, die freuen sich natürlich, dass sowas auf den Markt kommt. Und hier ist es so, dass einige Analysten davon ausgehen, dass das fast 20 Milliarden Euro wert sein kann. Das ist fast die Hälfte von der ganzen Vodafone-Bewertung gegenwärtig. Und wenn das der Fall ist, kann das ein Katalysator sein, dass man sich auch die anderen Teile von Vodafone nochmal näher betrachtet und aus unserer Sicht dann diese Unterbewertung gehoben wird und wir langfristig davon profitieren. Mhm. Herr König, ich kann mich einfach nur bedanken für die tiefen Einblicke in Ihre Gedanken und die zahlreichen Beispiele
für attraktive Aktien aus Ihrem Portfolio. Danke. Gerne. Vielen Dank.